Evangelischen Schule Schönefeld zeigt uns heute einen Versuch zu den Mikrowellen, und zwar zur Interferenz. Diese ganze Problematik ist hier vorne aufgebaut. Die Mädels bemühen sich, den Versuch mit Flug natürlich auch zu zeigen. Und dazu hören wir uns erstmal ein paar Worte an. Von der Sarah bitte. Bei den mechanischen Wellen haben wir gezeigt, dass es bei der Überlagerung zweier Wellen gleicher Frequenz zur Auslöschung oder Verstärkung kommen kann. Wir wollen diese Erscheinungen nun mit elektromagnetischen Wellen nachweisen. Sehr schön. Ja, weiter mit den Geräten. Okay. So, dann haben wir die Geräte. Wir haben hier drei Metallplatten. Dann hier den Empfänger. Dann haben wir hier den Sender. Hier der Verstärker mit Lautsprecher. Dann das Stromversorgungsgerät. Und hier vorne noch das Kabelmaterial. Ja, ich habe noch einen kleinen Zusatz. Diese drei Metallplatten bilden natürlich einen Doppelspalt. Ja, und deshalb arbeiten wir ja mit der Interferenz eigentlich am Doppelspalt von Mikrowellen. Gut, weiter bitte. Aus drei nebeneinander angeordneten Metallplatten wird ein Doppelspalt aufgebaut. Mit dem Empfänger wird das Wellenfeld hinter dem Doppelspalt abgetastet. Ja, jetzt führen wir das mal durch, bitte. Ja, wir hören hier also Minima und Maxima für die Verstärkung und für die Auslöschung quasi. Ich glaube, die Kamera hat das. Mhm. Gut. Weiter. Es wechseln Minima und Maxima der Intensität. Und weiter. Alina. In Isolatoren können sich Mikrowellen ausbreiten. Allerdings kommt es an den Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Medien zur Brechung. Diese Richtungsänderung ist auf die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit in den Medien zurückzuführen. Die Formel steht an der Tafel. Es gilt die Gleichung Cm ist gleich 1 durch Wurzel aus Epsi 0, μ 0, Epsi r und μ r. Ja, das sind die konstanten Größen, das Epsilon 0 und μ 0, die kennen wir ja vorne von der Induktion bzw. von unserem B-Feld. Epsilon R und μr, das sind Werte, die spezifisch für die einzelnen Metalle oder für Stoffe vorhanden sind. Und dieses Cm dann insgesamt ist ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit im entsprechenden Medium. Vielleicht zeigt die Kamera nochmal das Tafelbild. Habe ich schon. Haben wir schon, dann gehen wir nochmal auf den Versuch drauf. Und ähnlich jetzt dann nochmal mit der. Wir zeigen uns nochmal. Das waren also die Mikrowellen, die wieder vergessen. Wir werden demnächst Süden von Großsiedeln, wo die Sonne am höchsten steht. Da steht auch unsere Schule, die ESSG. Wir sind schon...